Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Foodtest-Video. Und zwar heute wieder etwas von MyProtein. Ich habe ja 3 der 5 Sorten, die es glaube ich gibt, von den Crispy Waffles. Beziehungsweise habe ich alle Sorten außer Schokolade und Vanille, weil mir die dann doch zu basic waren. Und ich wollte, wenn ich Muffin teste, dann die besonderen Sorten nehmen. Und dazu Schokohaselnuss, Cookies and Cream und Peanut Butter. Und ich fange mit Haselnuss direkt an, weil es halt noch am ehesten an so Schokolade dran ist. Und ende mit Peanut Butter. Es riecht nach Haselnuss. Aber irgendwie vielleicht künstlicher. Und wie Haselnuss Proteinpulver. Es sind jeweils, oh Gott. Das wird mir das voll krümeln. 2 Waffeln in der Größe drin. Eine so eine Waffel hat knapp 100 Kalorien. Und, boah. Ich hab gleich überall Krümel. Und ich fange an mit Haselnuss. Boah, schön, bis wo ich viel Creme krieg. Boah, ist das süß. Das schmeckt 1 zu 1 wie diese Waffeln in diesen Kekswaffeltüten, die man als Mix bekommen kann. Genauso schmeckt das, diese ganz simplen Waffeln. Also wirklich gut getroffen, schmeckt nicht nach Protein. Sehr süß. Und halt viel Waffel. Also, ich bin ja eigentlich kein Waffelfan, aber es geht schon. Ich finde sowas auch Topping immer schön, weil es Crunch gibt. Ja, es ist tatsächlich hauptsächlich Protein drin, aber es schmeckt nicht wirklich nach Protein. Also es schmeckt wirklich wie die ganz normalen Muffin, die man sich kaufen kann. Also das ist schon mal vielversprechend für die anderen Sorten. Ich mache weiter mit Cookies and Cream. Und das riecht auch schon wieder sehr vielversprechend. Ich lasse es in der Tüte, damit ich sie da reinbekomme. Das sieht ein bisschen aus wie Hanuta, so mit der weißen Creme. Es schmeckt süß, hauchvanillig, aber mir fehlt das Cookie. Also man schmeckt das Cream und nicht das Cookie. Leider. Aber die Creme ist gut, aber ich finde Haselnuss tatsächlich besser. Das hat noch eher was von Haselnuss und das Nussige und sowas. Ist okay, aber wie gesagt, mir fehlt das Cookie, man schmeckt das Cream. Schmeckt auch nicht künstlich, aber nee. Ich hatte mir jetzt echt irgendwie auch Keksstücke drin gehabt oder so, aber irgendwie nee. Die hätten es nennen sollen Cream ohne Cookie. Und zum Schluss Peanut Butter. Da hoffe ich jetzt auch was Gutes. Es ist halt typisch Waffel, ne? Es ist halt super, es zerfällt halt super einfach. Und das krümelt halt. Das ist halt bei jeder Waffe. Das kann ich jetzt nicht auf die schieben. Großer Biss. Lecker, mir ein bisschen zu dezent. Also schmeckt immer noch besser als Cookies and Cream. Aber auch hier viel zu dezent der Geschmack. Also man kann erahnen, dass es Erdnuss ist. Aber es schmeckt halt einfach süß. Ich habe mir jetzt wirklich mehr Nussnuss erhofft. Und weniger süß, einfach nur eine Creme. Also Konsistenz ist bei einer, also ist einfach viel Waffel. Also das ist aber auch nicht schwer zu erreichen mit so viel Waffel. Und am besten betroffen ist tatsächlich Haselnuss. Das, wo ich am wenigsten erwartet hatte, weil ich... Okay, gut zu wissen. Also auch die Schokolade am Boden und so ist sehr gut. Die Creme an sich ist auch gut. Ich finde auch, das ist halt, wie man es kennt bei Waffeln. Also... Vor allem die Haselnuss schmeckt wie eine normale Waffel. Also wer Waffeln mag, dem empfehle ich aber trotzdem am meisten Haselnuss. Schokovanille kann ich jetzt nicht einschätzen, denke ich aber auch, dass es eher besser ist als die 2 Sonderdinger. Die haben mich jetzt nicht so überzeugt tatsächlich. Würde ich mir auch nicht nochmal holen. Die waren jetzt nicht schlecht. Aber es ist halt einfach eine solide. Ich würde denen jetzt einfach eine solide 6,5 geben. Beiden. War okay, aber brauche ich nicht wieder. Die Haselnuss bekommt tatsächlich eine 8. Also ich finde es vor allem für eine Waffel echt lecker. Und... Wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einer normalen Waffel aus so einer Kekstüte und so einer Waffel, würde ich die eindeutig bevorzugen. Aber da bei mir Waffeln an sich schon nur eine 8 sind, gibt es auch von mir eine 8. Also, ja. Dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich versuche euch das jetzt von Hand zu zeigen, ohne meinen kompletten Schreibtisch voll zu krümeln. Und auch die Nährwerte und würde sagen, ich verabschiede mich von dem Video. Danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Video.